Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video. Heute der letzte Tag vor Craft Attack. Denn Leute, morgen um 9 Uhr, wer es noch nicht mitbekommen hat, startet Craft Attack 6. Das bedeutet, ihr solltet morgen euch auf jeden Fall zu 9 Uhr den Wecker stellen, damit er startet. Und ich gebe euch heute noch ein paar Infos, weil jetzt ist es so gut wie final. Wir nehmen heute, nämlich die erste Folge Craft Attack auf. Ich befinde mich in der Startinsel. Ja, hier über mir ist der ganze Spawn, die möchte ich aber jetzt noch nicht spoilern. Ich möchte, dass keinem vorweggehen. Ich möchte, dass jeder die Möglichkeit hat, den Spawn als erstes in seinem Video zu zeigen. Deswegen, weil auch noch keiner Zugriff zu dem Server hat, außer ich. Ja, wäre das ein bisschen unfair. Deswegen befinde ich mich im Inneren, was eh nie jemand besuchen werden kann, weil hier ist auch nichts Besonderes drin, außer ein bisschen ausgeläutet, damit hier keine Monster spawnen. So, aber Leute, ich möchte euch in diesem Video, weil es war letztes Mal zum letzten Video, war es noch nicht final, wer alles dabei ist, deswegen wollte ich da noch keine falschen Infos nachher geben, falls noch irgendwer sich umentscheidet oder sagt, so geht nicht, wollt ihr euch nicht falsche Infos geben, dass nachher irgendwer dann doch nicht dabei ist. So, Leute, wollte ich gar nicht, so, disabled, genau, jetzt kann ich nämlich raustappen, ohne dass wir hier Pausemenü haben. Leute, ich lese euch jetzt einmal ganz kurz die aktuelle Teilnehmerliste vor, denn aktuell ist dabei Basti zockt, Balui, Klim, einen, über den ich mich sehr freue, dass er wieder dabei ist. Mr. Dalukar, der ist nämlich wieder dabei. Dustin hier, Riol, ne, kennt ihr noch, wisst ihr, war letzte Staffel auch dabei. Kevin ist dabei, freue ich mich sehr drüber. Ist ja auch wieder mit am Start. Ist. Items ist dabei, ganz wie die Leute. Der Items ist da, Skate ist natürlich wieder dabei, Spark ist da, der organisiert die ganze Staffel mit mir zusammen. Vendicraft ist auch wieder dabei, Zander sowieso, ne, wisst ihr. Der gehört einfach dazu, ist ja auch mit einer der Gründer von Craft Attack, genauso wie Revi. Revi ist natürlich auch dabei. Dann haben wir Alphastein ist am Start, Escation, Stegi, Leute, Stegi ist wieder dabei, beziehungsweise wieder dabei, ist jetzt endlich dabei, war ja vorher noch nicht dabei. Castcrafter ist jetzt neu dabei, Debitor ist wieder am Start, Dena ist dabei und wenn ich mich nicht irre, ist auch hier Kati mit dabei, Denas Freundin, die machen das ja zusammen, das Ganze. Dann haben wir noch Axel, Leute. Fucking Axel ist diese Staffel dabei. Seid gespannt, lasst euch mal überraschen. Der war ja auch bei Minecraft Link dabei und die, so gut wie die komplette Truppe von Minecraft Link, beziehungsweise alle aus Minecraft Link haben die Chance gehabt, mitzumachen. Deswegen ist auch Axel dabei. Da freue ich mich sehr und bin mal gespannt, was das für eine Eskalation geben wird. Flocke ist mit am Start. Gommel ist jetzt wieder dabei. Der war ja letzte Staffel auch da. Halbzwilling Noah ist natürlich da. Der hat mit mir ein bisschen den Spawn hier gemacht, beziehungsweise die Effekte, was da alles passieren wird. Der Start wird mega nice, Leute. Morgen 9 Uhr, vergesst es nicht. Eve ist wieder da, Leute. Die Frau haben wir alle vermisst, die ist jetzt wieder am Start. Iosa 100, der ist neu mit dabei. Dann haben wir Kadel, der war in der zweiten Staffel mit dabei. Mo natürlich wieder. Dann haben wir Nordcolin ist am Start. Patrick natürlich wieder dabei. Bin mal gespannt, was aus dieser Staffel geben wird. Dann haben wir eine Neuankömmlingin. Ich weiß gar nicht, wie weibliche Form von Neuankömmling ist. Wobei ist, glaube ich, männlich unweiblich. Ich weiß nicht, wie ich den Namen richtig ausspreche. I'm sorry, wenn ich mich jetzt vertue. Revit oder Reeft, ich weiß nicht genau, wie ich es aussprechen soll. Sie ist jetzt auch mit dabei, ist eine weibliche YouTuberin, die macht sehr viel Minecraft. Und da bin ich mal gespannt, da haben Flocke und Eve ein bisschen mehr weibliche Verstärkung. Für die Frauenquote in Craft Attack. Apropos Frauenquote, Sabine ist dabei, beziehungsweise Swabine. Die Freundin von Simon ist nämlich mit am Start. Rotpilz ist natürlich wieder dabei. Skate hatte ich gerade schon, der ist nur gerade offline gegangen. Simon ist mit dabei, Leute. Ne? Simon hier, Unge ist auch am Start. Joe Craft und auch Zinus, Leute. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ist jetzt wieder online gegangen, den ich gerade nicht vorgegeben habe, lesen habe. Nein, ist er nicht. Leute, ich bin echt gespannt auf diese Staffel, vor allem mit der Teilnehmerliste, die ihr gerade gehört habt. Bin ich wirklich gespannt, weil ich habe das Gefühl, das wird eine Mega-Eskalation. Ich bin echt gespannt auf diese Staffel, weil aktuell sind wir, lasst mich nicht lügen, 35 Leute. Es wird im Laufe des Tages, wir stimmen da gerade noch drüber ab, aber es wird wahrscheinlich heute noch ein weiterer dazukommen. Auch ein alter Minecraft-Hase, den ihr auch alle kennen werdet. Ich will es aber noch nicht spoilern, weil das noch nicht alles final ist, aber der wird dann ab morgen wahrscheinlich auch dabei sein. Wir haben noch 3, 4 andere Leute im Kopf und wenn die dabei sind, mit etwas Glück, freue ich mich sehr und dann haben wir nämlich die komplette, so gut wie die komplette Minecraft-Gruppe von damals, so Hero und so weiter und so fort, ist jetzt fast alle bei Minecraft, bei Craft Attack dabei, was mich extrem freut, dass wir es schaffen, mit dieser Staffel einfach mal wieder alle Leute, die damals mit Minecraft vor allem groß geworden sind und die jetzt auch noch Minecraft machen, beziehungsweise halt auch YouTube machen, dass die alle hier wieder mit am Start sind und wir nicht nur diese kleine Gruppe sind, sondern jetzt ultra viele neue Leute dabei haben und einfach mal wieder alle an einem Tisch in ein Projekt haben. Das freue ich mich sehr drüber, weil in den letzten Jahren gab es halt keine Großprojekte außer Minecraft Varo. Bei Craft Attack waren wir immer so maximal 20 Leute. Diesmal sind wir sehr viel mehr und ich bin gespannt, ob die Gruppe noch wachsen wird. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Gruppe noch wachsen wird. Und ich muss halt wirklich sagen, ich bin so fucking hyped auf diese Staffel. Wenn ihr es auch seid, Leute, lasst einen dicken, fetten Daumen nach oben da. Diese Staffel werde ich auf jeden Fall
jeden Fall ein bisschen anders machen als die letzten Staffeln. Weil letzte Staffel habe ich auch so ein bisschen, weiß nicht, ich habe den Anschluss verpasst. Ich habe irgendwann nur noch diese Standardvideos gemacht, wo ich einfach so, was mache ich denn heute? Ich nehme jetzt einfach auf, mache Start-Stop-Aufnahme. Das war kacke, dann möchte ich nicht mehr machen. Diese Staffel wird sehr nice. Ich bin sehr gespannt und ich bin auch gespannt, ob wir es diesmal schaffen, wieder Roleplay zu machen. Nices Roleplay, ich bin da sehr gespannt drauf, habe da ultra Bock drauf. Leute, wir, und jetzt verteufelt das übrigens nicht nur, weil es Roleplay geben wird. Leute, ihr erinnert euch an die vierte Staffel, war ultra nice, ist ultra eskaliert und ich bin echt gespannt, ob das diese Staffel genauso wieder passieren wird. Roleplay ist keine Pflicht, Roleplay ist nur optional und ich denke, dass wir das vor allem in den Livestreams vielleicht machen werden. Seid gespannt, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Morgen ab 9 Uhr geht das los, morgen ab 18 Uhr beginnen die ersten Livestreams und da werde ich dann auch am Start sein. Morgen 18 Uhr, Leute, live twitch.tv/earlyboy. Lasst euch überraschen. Ich bin gespannt und mal gucken, wie es mit dem Haus aussieht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Morgen 9 Uhr, ne? Schaltet ein, ich würde mich freuen. Haut rein, danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis dahin, toodly-doo, Leute. Und vergesst nicht, den Däumchen nach oben. Tschüss.